Hi, ich bin's Melli. Nur mal ganz schnell, ich habe da was gemacht. Und zwar habe ich ein Herbstgesteck gemacht. Also ein Herbstdisplay. Es ist auf einer großen Baumscheibe drauf. Dann haben wir hier hinten noch eine Baumscheibe, damit das ein bisschen erhöht ist. Könnt ihr euch noch erinnern an meinen Haul? Da habe ich diese Buchstaben gekauft bei Action für 89 Cent. Die habe ich zusammengeklebt auf Papier. Da ist hinter Papier geklebt, wie so ein Streifen, damit die zusammenhalten. Und ich habe mit Tacky Glue gearbeitet, habe die auch zwischen den einzelnen Buchstaben habe ich auch Kleber gemacht und habe das dann auf so kleine Mini-Baumscheiben, wie ihr da sehen könnt, habe ich die als Fuß genommen, 4 Stück, habe die raufgeklebt mit Heißkleber. Dahinter denen habe ich dann diese Baumpilze geklebt, die ich mal gekauft habe. Die habe ich, glaube ich, noch in Irland gekauft. Weiß ich gar nicht, die gab es, glaube ich, mal beim Aldi oder Lidl oder so. Und habe die mit Heißkleber dahinter geklebt. Man kann das auch alleine hinstellen, aber ich fand das hier ganz hübsch. Dann haben wir hier einen Kürbis. Da habe ich einen Blumenstecker, der hat, also ist aus Eisen, so richtig schwer und massiv, habe ich reingesteckt. Das ist hier drumherum, das ist ein Moos. Das gab es beim Action letztes Jahr. Ich glaube, die Packung 99 Cent, bin mir aber nicht mehr so sicher. Dekoratives Moos von Home Accents. Ja, das habe ich dann. Also das Ding brauche ich nicht festkleben, aber hier das Moos hat so ganz kleine Klebepünktchen mit Heißkleber, habe ich das raufgeklebt. Hier haben wir einen Kürbis mit Bouillondraht umwickelt. So sieht das aus, wenn es noch zusammen ist. Das hatte ich mal bei, ich glaube, das habe ich übers Internet bestellt, in einem Floristik-Zubehör. Ah nee, das war Quatsch. Was erzähle ich denn? Ich erzähle hier schon wieder Müll. Das war auch diese Wireshop. Das ist aber ein deutscher Laden. Ja, das reicht mir ein Leben lang dann. Ja, das war, müsst ihr mal eingeben, wenn ihr welches wollt. Bouillon-Draht, na, Bouillon. Wie, müsst ihr gucken, wie man schreibt. Das ist Französisch, ist nicht so mein Ding. Ja, und nochmal so einen kleinen Geisterkürbis, auch mit schwarzem Bouillondraht, aber diesmal von der Rolle. Den habe ich so ein bisschen umwickelt. So wild umwickelt, ne? War es ja Chevy. Und dann eine von meinen kleinen Reiherkronen raufgewickelt. Da hinten haben wir noch einen kleinen bisschen Farbe rein und dann haben wir auch einen typischen, den fand ich so witzig, weil er so runzlig aussieht. Dann hatte ich einen kleinen, hier ist ein, unter dem Moos ist ein Strohrömer. Den habe ich mit Blumendraht umwickelt und Moos. Das Moos hatte ich beim meinem Ausflug zum Bindig in Hamm. Ist ein Gartencenter, ein ganz tolles. Die haben da eine Kiste Moos für Fünfer. Das ist massig Moos, also da kann ich bestimmt 3, 4 Kränze rausbinden. Und dann habe ich hier meinen Lieblingsunkraut, sage ich mal, Schleierkraut genommen und habe das mit so rauf. Das habe ich geklebt. Das ist nicht gewickelt, das ist geklebt. Und immer, wo das aufgehört hat, habe ich hier Bucheckern, die ich gefunden habe. Und in die Bucheckern einfach nur eine Perle reingeklebt. Ne? Das macht, lockert das ein bisschen auf. Ja, und dann in die Mitte eine schöne Kerze, eine Duftkerze. Hier hinten die Kerze bin ich mir noch nicht so sicher. Ich glaube, da mache ich eine größere. Ich muss noch mal eine große Kerze holen, wenn ich bei Teddy bin oder so. Weil ich denke mal, die geht so ein bisschen verloren da hinten. Das sieht nicht so aus. Und das Rosa passt auch nicht. Also das werde ich noch ändern. Ja, hier so ein Naturmaterial. Ah, schmeiß weg. Na, Wooden Slices, also das habe ich auch schon ewig. Gab es auch mal, glaube ich, bei Aldi oder Lidl, die machen zu Weihnachten hin, machen sie immer so eine natürlichen Dekoration. Ja, ich finde das also eigentlich total süß. Ist riesig groß, steht auf meinem Wohnzimmertisch. Aber ich wollte euch das mal nur gerade zeigen. Ja, hier sind so ganz stinknormale Perlen vom AliExpress.
die ich da genommen habe zum Reinkleben. Besser wäre gewesen, wenn die keine Löcher hätten. Das sieht dann noch schöner aus. Ja, ihr wisst, ich stehe total auf Kronen, deswegen sind hier auch ein paar Kronen mit drin. Das muss einfach so sein. Das ist ja cool. Alles klar. Ich hoffe, ich konnte euch eine Anregung geben und wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Und ich lade gerade ein anderes Video ab und hoch, und zwar ein XL Kreativdepot Haul Einkauf. Könnt ihr mal gucken, wenn der hochgeladen ist, aber es dauert jetzt ewig. Schon seit über 2 Stunden lädt das. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Alles klar. Bis dann. Tschüss.